Eure erste Kreuzfahrt ist gebucht, bald geht es los, aber auf einmal tun sich noch etliche Fragen auf, die das Leben bzw. dann den Urlaub und den Ablauf an Bord selber betreffen. Und damit sage ich Hallo, hier ist wieder Melanie vom Reiseteam Royal, eurer mobilen Reisevermittlung. Ja, und um die häufigsten Fragen, die wir so auch gestellt bekommen und die wir auch immer wieder in Foren, im Social Media Bereich und so weiter lesen, geht es in diesem Video. Da wollen wir einmal ein paar solcher Dinge beleuchten und natürlich auch entsprechende Antworten liefern. Wie kommt eigentlich das ganze Gepäck an Bord? Muss ich das selber mit aufs Schiff schleppen, wenn ich dann vielleicht auch mehrere Koffer habe? Wo bleibt das überhaupt dann, weil die Kabinen ja oftmals noch nicht freigegeben sind, wenn ihr aufs Schiff kommt? Ja, in der Regel ist es so, ihr nehmt ja den Transfer zum Hafen, entweder selbst organisiert oder habt den über die Reederei gebucht. So, und dort werden euch dann von Mitarbeitern die Koffer auch abgenommen. Ihr bekommt dort entsprechende Kofferanhänger, die ihr meistens auch schon im Vorfeld ausdrucken und dann anbringen könnt. Sonst kann man das aber auch in der Regel dort noch irgendwo machen, wenn ihr die jetzt nicht griffbereit habt. So, dann wissen die also, wo kommen die Koffer nachher hin, welches Deck, welche Kabine, und ihr seid sie los. Wichtig ist, Handgepäck bzw. eben eine Tasche dabei haben, wo ihr dann wirklich, wenn ihr Medikamente oder irgendwas Wichtiges braucht, Handy, was auch immer, das bitte bei euch behalten, denn meistens kommen die Koffer dann erst so irgendwann im Laufe des Abends dahin, manchmal auch schon früher, aber nur damit ihr wisst, okay, über den Tag, den ersten Tag so beim Einschiffen, sind die Koffer eben erstmal irgendwo unterwegs und werden im Laufe des Tages überall eben zugestellt. Die stehen dann vor eurer Kabine und dann könnt ihr die irgendwann mit reinholen. Ihr braucht da also nicht den ganzen Tag irgendwie mit euren Koffern da über Schiff tapern oder die irgendwo immer in den öffentlichen Bereichen stehen lassen und dann unter Umständen sind sie weg, sondern das geht alles quasi, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, automatisch. Und wie bezahle ich denn eigentlich an Bord? Wenn ich irgendwo noch was Zusätzliches kaufen möchte in den Shops oder wenn ich irgendeine Zusatzleistung nehmen möchte, die nicht inklusive ist. In der Regel ist es eben so, beziehungsweise es ist eigentlich überall so, dass ihr mit eurer Bordkarte, mit der ihr dann quasi auch das Schiff verlasst, die ihr wieder vorzeigt, wenn ihr vom Landgang zurückkommt, mit der ihr die Kabinentür öffnet. Diese Karte ist quasi eigentlich so ein Allrounder und die nehmt ihr auch mit und damit könnt ihr dann solche Dinge bezahlen. Das heißt, in dem Moment wird der Betrag eurem Bordkonto gutgeschrieben, beziehungsweise das Bordkonto wird damit belastet und dann am Ende der Reise bezahlt ihr das. Dafür wird eigentlich immer oder am bequemsten eine Kreditkarte hinterlegt, wo dann das später alles abgebucht wird. Gibt aber auch bei den meisten die Möglichkeit, dass ihr einen bestimmten Betrag erstmal bar dort einzahlen könnt, quasi, dass ihr das machen könnt und dann wird das immer belastet. Also ihr braucht auf dem Schiff kein Bargeld, um irgendwo etwas zu kaufen oder irgendeine Zusatzleistung zu, ja, in Anspruch zu nehmen. Ja, und da stellt sich vielleicht schon die Frage, ich habe ja gerade gesagt, wenn ihr zum Beispiel im Bordshop einkaufen möchtet. Und da stellt sich vielleicht für viele die Frage, ja, was kriege ich denn überhaupt auf so einem Schiff? Was kann ich da kaufen? Kann ich vielleicht gewisse Sachen sogar zu Hause lassen, weil ich die an Bord kaufen kann? Sag jetzt mal sowas wie Sonnencreme, also Sonnenschutz, vielleicht auch Babywindeln, was auch immer. Da muss man sagen, das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, mit wem fahrt ihr da dann auch noch wieder welches Schiff, weil das ist relativ unterschiedlich. In der Regel gibt es solche Sachen wie Hygieneartikel, sei es eine Zahnbürste, Zahncreme, Sonnenschutz und so weiter, gibt es da zu kaufen. Meistens ja auch Bordboutiquen, wo ihr unter Umständen, wenn mal der Koffer nicht rechtzeitig ankommt oder so, auch irgendwelche Bekleidung bekommen könnt. Aber es ist eben ja vergleichsweise sehr teuer, was ihr da bekommt. Wir hatten zum Beispiel auf der AIDA Perla letztes Jahr das Problem, dass wir irgendwo unser Sonnenspray haben liegen lassen an Deck. Wir wussten nicht mehr, wo wir es irgendwie, ist es runtergefallen oder was auch immer. Jedenfalls war es nicht mehr da schon am zweiten Tag. Ja, und im Bordshop wollten die irgendwie, ich glaube, 9 oder 10 Euro, was es da war, für so eine kleine Flasche Sonnenschutz haben. Da haben wir auch gesagt, das ist schon arg viel. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt das alles mit. Kaufen kann man aber das meiste auch wirklich jetzt mittlerweile auf den meisten Schiffen, auch bei den meisten Reedereien auf jeden Fall. Wenn es also mal Not tut, gibt es das schon. Bei Babysachen, auch so Windeln und so weiter, muss man natürlich immer gucken. Das sind alles so Sachen, man kann es nicht garantieren. Von daher ist es immer sinniger, solche Sachen auch an Bord zu oder direkt mitzunehmen. Ja, und ansonsten, was in den Bordshops zu kaufen ist, das hängt eben auch immer ein bisschen von dem Angebot ab. Die meisten Schiffe haben dann eben diese Merchandising-Shops, wo ihr dann, ich sag mal, Fanartikel bekommt, sei es die Maskottchen der Reedereien, sei es irgendwelche T-Shirts mit dem Schiffsnamen und so weiter. Ja, und Schmuck ist auch immer
eine beliebte Sache, wo es Shops gibt. Dann auch solche Sachen wie eben Duty-Free-Waren, wie jetzt ja, bestimmte alkoholische Sachen, Süßigkeiten, Zigaretten, sowas eben. Also da könnt ihr schon ein bisschen shoppen gehen, aber es ist natürlich jetzt nicht so, als würde man in eine Stadt gehen, auch wenn viele immer sagen, das sind fahrende Kleinstädte. Ja, aber es ist doch ein bisschen eingeschränkt. Die meisten Menschen wollen natürlich essen, wenn sie Appetit drauf haben oder Hunger haben und nicht irgendwie eine feste Tischzeit. Und bei den allermeisten Reedereien ist es mittlerweile auch so, ihr könnt da essen, wann ihr möchtet, beziehungsweise ihr habt die Wahl. Manchmal gibt es auch noch so, dass es zum Beispiel feste Tischzeiten gibt für das Abendessen, sprich fürs Dinner. Aber wenn ihr dann zwischendurch sagt, jetzt habe ich aber irgendwie Hunger oder so, dass man dann einfach ins Buffet-Restaurant geht und da dann was isst und dann auch gerne mal das Abendessen im Bedienrestaurant ausfallen lässt oder später doch hingeht und sagt, naja, aber ich esse vorher eine Kleinigkeit, weil ich habe jetzt Hunger, was auch immer. Also da ist es mittlerweile alles sehr, sehr flexibel geworden. Und gerade auch da wieder auf diesen größeren Schiffen, da gibt es so viele Möglichkeiten, wo inkludierte Speisemöglichkeiten sind, auch über den Tag verteilt für kleinere Snacks oder so, dass eigentlich so diese festen Zeiten kein Thema in dem Sinne sind. Und selbst wenn es da irgendwo mal für die Abendessenszeiten was ist oder ihr das im Vorfeld gesagt habt, ach, ich möchte feste Tischzeiten, zum Beispiel bei Royal Caribbean kann man das auch auswählen, dass man sagt, ich nehme diese festen Tischzeiten oder dieses My Time Dining und ihr habt euch am Anfang doch festgelegt und stellt dann fest, oh, für den einen oder anderen Tag passt das gar nicht so gut um die Uhrzeit, dann habt ihr immer auch flexible Möglichkeiten an Bord, sodass da also jetzt keine großen, ja, Umstände oder Unannehmlichkeiten auf euch warten. Ja, das ist eine wichtige Frage, die bei vielen aufkommt, wenn man sich dann für eine internationale Reederei entschieden hat. Eigentlich ist das auch was man vielleicht schon im Vorfeld mal abklärt, aber manche vergessen das dann einfach, weil sie hinterher erst darauf kommen, das gehört ja zum Bordleben dazu. In der Regel gibt es ja überall solche Tagesprogramme, wo ihr dann so ein bisschen findet, was ist los auf dem Schiff, wann sind welche Restaurants geöffnet, was finden für Zusatzangebote statt und so weiter. Diese gibt es oft auch in deutscher Sprache, wenn ihr danach fragt. Vieles ist ja jetzt auch schon mittlerweile digital, dass ihr das über so eine App kriegt, die jeweils oder was auch immer. Manche haben es aber auch noch in Papierform oder ihr könnt es wählen. Es ist aber eben nicht immer garantiert, dass ihr das bekommt. Wir haben zum Beispiel mal bei Royal Caribbean selber angefragt, als wir auf den Schiffen waren. Und da hat man uns gesagt, zum Beispiel deutsche Speisekarten in den Restaurants zum Beispiel oder das Bordprogramm auf Deutsch oder auch ein deutscher Gästebetreuer, also jemand, der wirklich Deutsch spricht, dass der verpflichtend in Anführungsstrichen oder ziemlich garantiert an Bord ist, das machen die ab 25 deutsche Mitfahrer, was ich schon relativ wenig finde, beziehungsweise was ich schon guten Service in dem Sinne finde, weil 25 Deutsche, wenn man sich so ein Oasis-Klasse vorstellt oder so, das ist nix, das ist verschwindend gering und da lohnt wahrscheinlich der Aufwand eigentlich gar nicht, aber das bieten die so an, also das war die Auskunft, dass das so die Grenze ist, wenn weniger deutsche Passagiere an Bord sind, gibt es das eben so nicht. Das muss man eben selber für sich ein bisschen im Auge behalten, dass es das durchaus bei vielen als Service dazu gibt, besonders auch wenn man im Mittelmeer dann unterwegs ist und vielleicht auch so mit Costa, mit MSC und so, da ist es noch wieder alles ein bisschen anders. Da ist es eigentlich schon möglich, das auf Deutsch zu bekommen. Haben wir zumindest auch bei MSC immer bekommen. Aber eben, wenn man dann auch international unterwegs ist und vielleicht auch durch die USA tourt, wir werden demnächst ab Los Angeles fahren und gehen davon aus, dass wir vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt die einzigen Deutschen sind, das wissen wir noch gar nicht. Ne, aber solche Routen, da müsst ihr dann vielleicht auch ein bisschen oder ein paar Abstriche machen und euch darauf einstellen, dass es das eben alles nicht unbedingt in deutscher Sprache gibt. Ja, Eltern möchten ja vielleicht auch mal so ein bisschen Zeit zu zweit genießen auf der Kreuzfahrt und überlegen dann, ja, wo können dann die Kinder hin, dass die auch wirklich gut betreut sind, weil gerade auf dem Schiff gibt es auch viel Gefahrenpotenzial. Da lässt man die ja auch nicht gerne einfach so rumrennen für sich alleine. Ja, und es ist eigentlich so, dass so ziemlich alle größeren Anbieter, wo es auch größere Schiffe, die auf Familien ausgerichtet sind, gibt, dass die auch alle eine Kinderbetreuung in irgendeiner Form haben oder auch mal Kinderbespaßungsprogramm, wie man es nennen will. Es gibt extra Kids-Bereiche, Kids Club, jeder hat da so seinen eigenen Namen, wie die ganzen Bereiche heißen. Und da sind dann in der Regel eben auch entsprechende Mitarbeiter, die entsprechend ausgebildet sind, die dann eben auch die Kinder da betreuen. Und von daher, da findet ihr schon was.
Wichtig ist natürlich zu wissen, dass gerade so auf internationalen Schiffen ihr nicht davon ausgehen könnt, dass da jetzt jemand dann auch Deutsch spricht und die Kinder da viele deutschsprachige andere Kinder treffen. Das muss man also beachten, wenn man international unterwegs ist. Aber so gerade AIDA, da ist es überhaupt kein Problem. Ne? Da wird so viel für die Kids gemacht und da könnt ihr die eigentlich relativ oft, sage ich mal, unterbringen. Und das braucht ihr auch kein schlechtes Gewissen oder so zu haben, weil die Kiddies, die lieben das eigentlich. Das ist alles was wirklich toll organisiert ist. Von daher erkundigt euch natürlich immer im Vorfeld. Das war dann so ein bisschen, was sollte man im Vorfeld beachten. Da haben wir ja auch hier auf unserem Kanal noch ein Video zu, wo die häufigen Fragen für vor der Buchung so ein bisschen zusammengefasst sind. Aber in der Regel, ja, es gibt so ziemlich überall eine Kinderbetreuung oder eben Bespaßung für Kinder. Ja, die Frage, ob Aktivitäten jetzt was extra kosten, kann man jetzt so pauschal im Grunde gar nicht beantworten, denn das liegt natürlich auch wieder, es hängt wieder von der Reederei, vom Anbieter, teilweise sogar vom Schiffen und manchmal sogar vom Fahrtgebiet ab, wo was jetzt wieder extra kostet. In der Regel kann man aber sagen, dass gerade so bei den amerikanischen Anbietern auch sehr, sehr viel inklusive ist, was so Freizeitspaß betrifft. Zum Beispiel eben, wenn man so die Kletterwände hat oder jetzt bei Royal Caribbean ist es ja auch viel mit diesen Eislaufen oder Rollschuhlaufen, dann bei der Quantum Class, Zipline und was es da alles an Bord gibt, das ist alles ohne Aufpreis möglich, das ist also alles im Reisepreis inkludiert. Ähnlich sieht es zum Beispiel auch bei Norwegian aus, wobei es eben da auch wieder Sachen gibt, die ihr extra bezahlen müsst. Zum Beispiel die Schiffe, die eine Kartbahn haben. Wenn ihr Kart fahren wollt, ist es eigentlich auf allen Schiffen bisher so, dass es kostenpflichtig ist, also dass ihr zusätzlich was bezahlen müsst. Oder bei AIDA ist zum Beispiel dieser Klettergarten da, dieser Hochseilgarten mittlerweile nicht mehr kostenfrei, der kostet also zusätzlich. Dennoch kann man schon sagen, dass man sehr viel Freizeitangebote auch ohne Zusatzkosten nutzen kann. Gleiches gilt für Fitnesskurse und so weiter. Es gibt immer ein paar Sachen, die sind inkludiert. Und dann gibt es natürlich eben auch Zusatzangebote, die dann extra kosten. Was das alles kostet, bei welchen Sachen das so ist, das entnimmt ihr in der Regel diesem Bordprogramm oder es wird da auch natürlich publiziert. So, und von daher kann man es also nicht ganz so pauschal sagen, aber es ist schon so, dass gerade so bei diesen ganzen Fun-Cruisern doch relativ viel inklusive ist, wo ihr nicht extra was bezahlen müsst. Na, mit dem Thema möchte sich natürlich nicht oder niemand wirklich gerne befassen, krank werden im Urlaub oder irgendwie einen kleinen Unfall haben oder so. Man muss ja nicht mal vom Schlimmsten ausgehen, das reicht ja schon irgendwie, man knickt um oder was auch immer. Ja, und da ist natürlich so mittlerweile auf den Schiffen, die haben natürlich sowieso alle Schiffsarzt oder Schiffsärztin, wie auch immer, dabei. Es gibt eben auch so eine Art Hospital, sprich so eine kleine Praxis. Mittlerweile sind die meisten Schiffe so gut ausgestattet, dass man da sogar kleinere OPs durchführen kann. Also seid euch sicher, wenn ihr auf dem Schiff seid, seid ihr sehr, sehr gut versorgt für die Verhältnisse. Und oftmals, wenn es dann wirklich mal so ist, dass es nicht auf dem Schiff behandelt werden kann, dann gibt es die Möglichkeit des Ausschiffens. Teilweise ja auch schon Passagiere, die mit dem Helikopter dann vom Schiff geholt wurden, weil, was weiß ich, jetzt längere Zeit kein Landgang war oder so. Also solche Sachen, das ist alles mittlerweile sehr, sehr gut geregelt. Da braucht ihr euch wenig Sorgen zu machen. Wichtig ist natürlich immer, dass ihr einen entsprechend guten Versicherungsschutz habt, auch fürs Ausland, weil so ein Schiffsarzt ist natürlich auch nicht gerade günstig, auch wenn ihr da mal wegen kleineren Medien hingeht oder so. Also das sollte euch immer ganz bewusst sein und das ist also sowieso mit das Wichtigste, dass ihr entsprechend gut versichert seid, auch für Reiseabbruch, sprich wenn ihr wirklich runter vom Schiff müsst durch Krankheit. So, aber an sich ist die Versorgung top geregelt, da braucht ihr euch also egal bei wem ihr oder mit wem ihr fahrt, keine Gedanken machen. Ja, und irgendwann, meistens leider viel zu schnell, ist auch der schönste und vielleicht auch der längste Urlaub zu Ende und dann geht es darum, wie läuft denn das Ausschiffungsverfahren? Wie kommen meine Koffer wieder vom Schiff? Wie läuft das überhaupt ab? So, da ist es auch so, dass bei den meisten es ähnlich abläuft und deshalb erzähle ich euch das einfach kurz. Man muss natürlich immer mal von Schiff zu Schiff gucken, aber in der Regel ist es also so, ihr packt abends eure Koffer, die müssen dann bis zu einer bestimmten Zeit, müsst ihr die vor eure Kabine stellen und da werden die dann abgeholt.
Die Zeiten richten sich, oder die Zeiten seht ihr dann auch immer in den Bordprogrammen, ne? Die werden euch da mitgeteilt, beziehungsweise gibt es manchmal auch noch separat solche Schreiben auf eure Kabine, wo alles zum Ausschiffungsverfahren steht. Manche haben das auch als Video, dass ihr das abrufen könnt über den Fernseher in eurer Kabine. So, da bekommt ihr also alle wichtigen Infos. Meistens, wie gesagt, wird bis zu einer bestimmten Zeit, 22 Uhr, 0 Uhr, das haben wir auch schon unterschiedlich erlebt, die Koffer, die ihr also nicht selber mit vom Schiff nehmen wollt, rausgestellt. So, wichtig auch da wieder darauf achten, dass ihr noch das, was ihr am nächsten Morgen noch eben benötigt, dann auch bei euch habt bzw. rauslasst. So, es wird abgeholt. Ihr bekommt vorher auch wieder solche Kofferanhänger, die ihr euch dann meistens selber besorgt bzw. die euch so ein bisschen auch nach der Zeit, wann ihr das Schiff verlassen wollt oder müsst, eben auch nach Flugzeiten gerichtet, dann farblich oder mit Nummern sortiert sind. So, und dann geht das alles seinen Gang und am Ausschiffungsmorgen bleibt oft Zeit, wirklich auch noch in Ruhe zu frühstücken. Wenn ihr eine ganz frühe Zeit habt, dann gibt es auch manchmal so, dass bestimmte schnelle Snacks oder sowas da noch irgendwo in einer Location an Bord vorbereitet sind für die Gäste, die ganz früh von Bord gehen. Ja, und das ist eigentlich alles immer gut organisiert. Dann wird durchgesagt, wann welche Nummern quasi dran sind und dann ja, geht ihr quasi die Gangway entlang und oder schifft mit eurer Karte aus, beziehungsweise lockt euch dann quasi aus. Ja, und damit ist dann die Reise leider zu Ende. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch ein Prozess, der sehr, sehr schnell und zügig eigentlich bisher immer voranging. Ja, und von daher, alles andere, was ihr dann geregelt habt, Transfer oder so, wenn ihr es wieder über die Reederei habt, dann gibt es da auch entsprechende Infos. Wenn ihr euch da selber drum kümmert, dann ist es ja in der Regel so, habt ihr entweder im Vorfeld was gebucht oder ihr nehmt dann ein Taxi, wenn ihr rausgeht, die stehen ja dann auch alle am Hafen. Ja, und dann ist das Thema eigentlich erledigt und dann geht es hoffentlich mit vielen schönen Erinnerungen wieder zurück und vielleicht dann schon wieder ins Reisebüro, um die nächste Kreuzfahrt zu buchen. Ja, das waren also so die Fragen, die auch häufig oder uns auch häufig begegnet sind. Natürlich gibt es immer noch individuelle Fragen und deshalb ist es immer wichtig, wenn ihr da Fragen habt, sprecht eure Reisevermittler, euer Reisebüro, wen auch immer ihr da habt, an. Oder wenn jetzt auch ganz speziell was hier ist, natürlich auch gerne unter das Video kommentieren. Ja, und ansonsten bleibt mir wie immer nur zu sagen, wenn ihr demnächst reist, wenn ihr euren Urlaub antretet, wünschen wir euch natürlich eine schöne Reise, eine schöne Zeit und wir hören uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.